Hallo mal wieder, ich darf euch zum zweiten Teil unseres Let's Plays begrüßen von The Legend of Zelda The Minish Cap. Nur mal ganz kurz nochmal zur Zusammenfassung. Wir haben folgendes Problem. Zelda ist versteinert und wir sollen ein glattes Schwert reparieren, das Schwert der Minish, und müssen dazu von da oben nach da. Netter Weg, wird lustig. Ich habe mal aus Komfort, aus Bequemlichkeit meine Steuerung ein bisschen umgestellt. Ich spiele jetzt gerade mit dem Controller. Die Einstellungen zu machen waren etwas doof. So, schauen wir uns nochmal um, was wir hier finden. Nix, okay. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Ich werde mich gar nicht hier mit den Tasten vertun. So. Juhu. So. Okay, ja bitte. Hallo? Freundlich. Okay. Wir haben gerade die Feststellung gemacht, dass wir nicht in die Stadt rein können. Okay. Gucken wir mal, ob wir aus dem kommen. Viech. Oh, das ist gut. Schauen wir mal. Non-On-Fahrer. Wow. Cool. Ein Herz. Also sehr viel, jetzt nichts. Okay, so geht's einfacher. Hier kommen wir gerade auch nicht rein. Da wollen wir auch nicht. Autsch, dumme Viecher. Da passt mal einen Moment nicht auf. Ein Wirbelsturm. Nein. Vielleicht bin ich hier nicht. Geld. Ich bräuchte ein Herz nochmal aus Dummheit. Okay, da wir gerade keins auf die Schnelle finden, schauen wir mal, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Und mal nach da hinten irgendwie. Ich halte nichts mehr. Dankeschön. Ja, also, da sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Schick. Zickwechsel. Weiter? Schauen wir mal. Ah! Hilfe! Zieht doch noch Nebel ein. Wieso tauchen hier eigentlich immer Gegner auf dem Boden auf? Das gibt's doch nicht. Viel. Nein. Haben wir uns verpasst? Oh. Scheiß Viecher. Ich hätte mich vielleicht doch noch mehr Steuerung gefasst. Okay. Wo, was? Was ist das für ein Viech? Ich weiß es noch nicht, aber wir suchen das Viech mal. Wo es auch immer abgeblieben ist. Ich habe so eine Ahnung. Nein? Nein? Ah, hallo. Ja, bitte?
sehr lustig gerade. Ja, gut, okay. Jetzt treffen sie noch einmal nicht mehr. Haha. Ja. Klar wärst du allein mit dem Fern fertig geworden. Ich glaub's dir glatt. Kind, ja, okay, kann man so sagen, aber... Moment, du kennst die beiden? Cool. Okay, gut. Freut mich. Hm, mich auch. Du kannst freundlicher sein. Tja, such dir was aus. Dazu soll ich dir noch laufen. So dankt man ihr das. Ja, bitte? Okay. Ja, ich krummel, wirklich. Ja, ich trage jetzt ein seltsames Viech mit Schnabel und Haarlocke auf mir rum. Ich verstehe manches nicht. Okay. Gut. Das wird anstrengend. Juhu, ich habe eine Mütze. Ich sehe diese seltsame Haarlocke nicht mehr. Aber ich trage jetzt einen Vogel auf meinem Kopf rum. Oh, man verratet mir was. Oh, schön. Oh. Ich bin noch nicht groß. Erst nennt er mich klein und dann sagt er, ich bin groß. Ja, was denn jetzt? Cool. Körpergröße ändern, so cool. Hat was. Noch kleiner, als ich sowieso bin. Na, freundlich. Ah, jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Jetzt tanzt er auf meinem Kopf Kasachok. Ui! Hat jemand eine Lupe für mich? Noch geht. Jetzt bestehe ich nur noch aus ein paar minimalen Pixel. Ah. Doch, das war sehr freundlich. Okay. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich bin etwas müde. Aha. Okay, jetzt schauen wir mal. Wo sind wir denn hier? Hier kamen wir mal vorhin nicht weiter. Ah, mal gucken. Cool. Ich kann nicht durchlaufen. Hm. Aufsteigen. Bin ich ja mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Nüsse, die hier rumliegen, Blätter. Äußerst praktisch. Dorf der Waldmännisch. Na, das ist doch mal ein schöner Punkt. Also dann, ich würde mal sagen, ich lege jetzt mal ein kurzes Päuschen ein, um mir was zu trinken und sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Also, bis später. Tschüss.